Moin Leute und herzlich willkommen zum vorletzten Video aus dieser Reihe. Heute versuchen wir den Golemsteinbruch mit zwei Angriffen zum Zerlegen. Viel Spaß dabei. Ja, heute versuchen wir den Golemsteinbruch zum Zerlegen. Ich werde dann mit Drachen es versuchen. Also ich zeige euch, wie ihr mit Drachen angreift. Als erstes gehen wir wieder mit dem Bogenschützen rein, um den Angriff, den zweiten Angriff, am besten so vorzubereiten, wie wir es haben wollen. Wir wollen mit den Bogenschützen hier die starken drei Abwehren rausbekommen. Es ist ein langer Weg hier um die Klippen herum. Aber hier gibt es einen kleinen Trick, den habe ich hier entdeckt. Man kann über die Klippen mit dem Bogenschützen reingehen. Das werden wir gleich sehen. Hier sehen wir schon, hier unten setzen wir die Bogenschützen. Die nehmen hier drinnen schon die erste Defense raus. Können hier durch die Klippen durchschießen, aber nicht durchgehen. Dann hier natürlich wie immer schön den Wut gesetzt und so viel wie möglich rausgenommen im Wut und uns langsam hier ums Eck gekämpft und versucht nicht nach oben zu gehen. Hier etwas das Hauptgebäude im Weg. Ich gehe gleich mal auf doppelte Geschwindigkeit. Das müssen wir leider mit rausnehmen. Da gehen einiges an Bogenschützen drauf. Wäre jetzt nicht allzu wichtig, dass wir es rauskriegen, aber die Bogenschützen schaffen wir einfach nicht drum herum leiten. Das sind gut drei Einheiten, die hier drauf gehen. Wäre mir lieber, ich könnte hier hinten mehr Defense rausbekommen dann an der Seite, aber so geht es natürlich auch. Hier sind wir schon relativ schön durch. 7 haben wir noch. Das geht sich mit denen leicht aus, dass wir die rausnehmen. Schauen wir, dass wir die Luftabwehr auch noch rauskriegen. Da wir ja mit Drachen rein wollen, kommen wir da dann umso leichter durch. Umso weniger Luftabwehren sind. Die starken Luftabwehren sind diese hier, die mit den gelben und 5 Pfeilen. Die sind etwas schwächer, aber auch die sind nicht zu vernachlässigen. Und jetzt haben wir die letzten 3. Etwas schlecht gesetzt vielleicht, aber die letzten 3 nehmen hier noch einiges raus und dann haben wir hier einen schönen Kanal gebildet für die Drachen. Hier bekommen wir sogar noch die Luftabwehr raus und dann haben wir hier einen schönen Kanal, nicht mehr viel Luftabwehr drinnen, um dann bis zum mächtigen Bogen rauf zu gehen. Hier sehen wir schon, 5 Drachen, mehr geht sich leider nicht aus. Dann noch 2 Ballons dazu und einen Barbar, einfach nur weil er einfach übrig war, die 5 und hier oben haben wir noch ein paar Hütten, die können wir rausnehmen. Die Drachen sind aber relativ schnell unterwegs auf der Map. Wäre jetzt nicht allzu wichtig, dass wir die vorher rausnehmen. Mit der Zeit sollte es nicht große Probleme geben. Hier sehen wir schon, die Drachen nehmen hier einiges an Schaden, obwohl nur 2 Luftabwehren sind. Die heilen wir aber hier schon, weil hier, wenn wir noch alle 5 auf einen Fleck heilen, dann kommen sie relativ gut geheilt wieder zurück, wenn sie hier oben stark in Angriff nehmen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir schnell durchkommen bis zum mächtigen Bogen. Deswegen gleich mal einen Wutzauber gesetzt und dann räumen die richtig auf. Die haben richtig schönen Flächenschaden, wenn die Gebäude so zusammenstehen. Und hier sehen wir schon 1, 2, 3 Luftabwehren. Die eine oben schön raus, die eine Drache macht es einfach perfekt. Die eine unten auch raus. Die Luftabwehr hat mir hier den Drachen rausgenommen. Dann wird es jetzt nochmal eng, ob der eine Drache es unten holt. Hier die Gebäude kommen schön raus. Aber sobald hier eine Luftabwehr draußen ist, brauchen wir nur mehr hoffen, dass keine Bomben stehen. Und dann ist der Angriff eigentlich schon durch. Allzu viele Bomben gibt es in dem Dorf nicht. Da sehen wir schon, wie schnell hier der Leben verliert. Richtig knapp mit dem Leben, aber es geht sich aus und der Angriff geht sich mit 2 Sternen aus. Und somit haben wir alle Bezirke mit 2 Sternen geschafft. Das nächste Mal machen wir noch den Stadtgipfel. Den werde ich aber allerdings mit 3 Angriffen dann erledigen. Und ich hoffe, dann sehe ich euch wieder. Checkt aus die anderen Bezirke, wie ich die mit 2 Sternen Angriffe erledigt habe. Ich habe überall andere Gruppen verwendet, um zu sehen, wie sie verwendet werden. Im Stadtgipfel vielleicht dann wahrscheinlich den Golem noch mitverwenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim nächsten Video.